Danke vielmals. Also mein Name ist Lutz Eichelkraut. Ich komme aus Stallikon. Das ist in der Nähe von Zürich im Reppischtal. Und wir haben vor 4 Jahren angefangen, uns näher mit MINT-Themen zu beschäftigen. Wir haben von der Gemeinde einen alten Kindergarten bekommen und haben dort dann angefangen zu experimentieren und Workshops zu entwickeln. Wir haben jetzt gerade die Slide, die einfach durchgeht. Das war eigentlich nicht so gedacht. Ich kann da noch mal... LibreOffice. Ja. Wir haben jetzt ein Solarexperimentierhaus aufgebaut auf der Schulwiese, wo wir jetzt verschiedene Experimente machen wollen. Die Idee bei MINT-Ware ist ja, dass wir MINT mit Energie verbinden, weil MINT für sich alleine und Energie für sich alleine sind sehr abstrakte Themen. Ihr kennt das alle, es ist zum Teil schwierig weiterzugeben. Aber wenn man diese zwei Themen verbindet, dann wird es spannend. Wir arbeiten mit dem Raspberry Pi, weil wir denken, dass der Raspberry Pi sehr viele Kompetenzen abdeckt, also schon auch dadurch, dass er ein vollwertiger Computer ist, schon die Grundkenntnisse weitergeben kann. Wir arbeiten mit dem lokalen Gewerbe auch für dieses Projekt. Also wir haben verschiedene Sachen bekommen. Von einem Bauer haben wir einen Wassertank bekommen. Wir werden einen kleinen Pumpspeicher machen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten jetzt mit diesem Solarexperimentierhaus. Wie kann man das jetzt stoppen? Das ärgert mich. Ja, ist gut. Das wäre noch gut. Das ist Teamwork. Es geht sowieso alles nur über Teamwork. Also wir haben auch bei uns natürlich verschiedene Ingenieure da mitmachen. Wir haben Schulen, wir haben das Gewerbe, passt. Und von dem her geht es jetzt darum, aufgrund dieser Möglichkeit jetzt neue Anwendungen für die Schulen, aber auch für außerschulische Lernorte zu entwickeln, so dass wir in dem Thema auch mit Klima, mit Energie, was man damit machen kann, besser umgehen können. Und die Idee ist auch, dass wir mit diesem Solarspielhaus und mit diesen Anwendungen in andere Regionen gehen können. Also Sie können sich gerne an mich wenden, wenn Sie dieses Projekt interessiert, weil wir möchten gerne in anderen Regionen dieses Haus aufbauen. Wir wollen es replizieren. Wir wollen eine Community bilden, wo man diese Anwendungen entwickeln kann, zusammen mit den Schulen. Und wir haben auch schon verschiedene Schulen bei uns gehabt. Und ich denke mir, dass das sicher eine Zukunft hat, gerade im Thema Energie, wo wir uns ja sehr schön beschäftigen im Moment. Wir sind unterstützt von WWF, zusammen auch mit Siemens. Also das ist auch noch eine spannende Kombination, die man sonst nicht so sieht. Aber gerade in unserem Projekt ist das natürlich eine super Ausgangslage mit dem Netzwerk von diesen beiden großen Organisationen. Und wir werden auch, das Patronat kommt auch von der Standortförderung Knonauer Amt. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ihr könnt gerne zu mir kommen. Ich habe da hinten noch den Kontakt. Wenn ihr schnell schreibt, könnt ihr es aufschreiben. Wo ist er jetzt? Hier ist er. Also info@mintware.ch oder sonst gleich nachher. Ich bin auch drüben beim Stand und kann euch gerne was zeigen. Vielen Dank.